So, ich habe keine Ahnung mehr. Ich fange jetzt einfach mal an. Keine Ahnung, was passiert. Ich hatte gerade am Anfang Internetprobleme. Ich wollte am Anfang World of Final Fantasy streamen. Dann hat das Internet ist mir abgekackt. Jetzt habe ich immer noch 32 ausgelassene Frames. Das ist aber noch okay. Dann habe ich jetzt noch hier Handwerker im Haus. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wir spielen einfach Legend of Zelda. A Link to the Past, Randomizer, Triforce Hunt heute diesmal. Keine Ahnung, vielleicht hört man die Handwerker. Ich nehme es mal stark an. Aber egal. Hallo LTP, Xuma, guten Morgen, vielen Dank. Aber wir legen einfach. Hier, da kann man zum Beispiel hören. Ja, also das wird uns jetzt so ein bisschen begleiten. Ja, hört man aber egal, okay. Ich fange jetzt auch einfach an, ich bin nämlich ein wenig. Und einfach Xuma reicht schon, okay. Na gut, dann legen wir mal los. Mal sehen, was uns heute so erwartet. Fängt ja schon mal gut an. Also ich weiß, wir müssen 20 solcher Treeforce-Teile finden. Darum gucken wir mal, was wir so erreichen heute. Und ja, lasst euch von den Handwerkern, von den Dachdeckern nicht stören. Weil ich weiß auch nicht mehr weiter. Wie gesagt, ursprünglich war der Plan, dass ich World of Final Fantasy weitermache, aber so nicht. Ich weiß nicht, spielen wir eigentlich als Garfield? Das sieht aus, als würden wir als Garfield spielen. So, gucken wir einmal, ob es hier was gibt. Okay, ein Herzcontainer. Kann man eventuell mitnehmen, muss man aber nicht. Ist das ein Zelda-Mod? Ja, mehr oder weniger. Es ist mir ein Hack von A Link to the Past eben. Da gibt es auch eine Seite, wenn du einfach mal bei Google eingibst, Zelda 3 Randomizer. Dann dürftest du auf so eine Seite kommen, da musst du dann eine japanische ROM von dem Spiel hier hochladen. Und dann kannst du dir halt immer wieder ein zufällig gewürfeltes Spiel ausgeben lassen. Hat auch verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Ich mache hier zum Beispiel jetzt gerade die Treeforce Hunt. Das heißt, wir müssen 20 solcher Treeforce Teile finden. Die befinden sich in Schatztruhen. Dann gibt es natürlich auch noch das ganz normale Ziel, dass man einfach Gen besiegen muss. Oder dass man zum Beispiel nur alle Tempel machen muss. Das gibt es auch. Also da hat man schon verschiedenste Einstellungen. Wenn du ganz abgefahren bist, dann hast du auch noch die Möglichkeit, dass du alle Gegner randomizest. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass du auf der Oberwelt, dass die alle Ritter von Hyrule zum Beispiel zu, keine Ahnung, blind aus dem vierten Schattenwelt-Dungeon werden. Sowas gibt es. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel alle Eingänge randomized. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Schloss Hyrule reingehst, dann landest du im Schattentempel, oder wenn du aus dem Schattentempel rausgehst, dann landest du auf einmal in Kakariko. Also da gibt es sehr abgefahrene Dinger, die du einstellen kannst. Da kann man echt viel mit experimentieren. Aber es ist schon ziemlich cool. Ach ja, Rubine. Ich liebe Rubine. Ich liebe sie nicht. Silberpfeile, alles klar. Und unser drittes Teil. So reichen 50 Rubine aus, damit ich mir Bomben kaufen kann. Ich denke schon. Rubine. Jawohl. Dum, 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 dum. Lauf durch die Tür, so. Gut. Oh ja, Pfeile und Rubine kann man in Breath auch soweit nie genug haben. Das stimmt schon. Okay, Windmedaillon. Windmedaillon.
Jetzt müssen wir nochmal hier runter. Gibt es auch nochmal eine Schatztruhe? Okay, hat sich gelohnt. Auch in, ja, es ist definitiv auch ein sehr cooles Zelda-Spiel, Breath of the Wild. Wobei man aber auch sagen muss, wenn man so ein paar gewisse Zelda-Spiele außen vor lässt, dann gibt es nur gute Zelda-Spiele. Das hat sogar getroffen. Okay, ein Herz für mich. Vielen Dank. Dann gehen wir einmal in den Wald. Ich darf übrigens auch nicht vergessen, ich habe kein Schwert. Sonst hatte ich schon immer das Glück, dass ich ein Schwert hatte. Na gut, muss ich halt ein bisschen aufpassen. Die falsche Richtung. Aber das ist ja zum Glück kein Problem, dass ich das Schwert habe, weil hier haben wir ja das Masterschwert. Juhu, das Masterschwert. Ach nee, doch nicht. Schade. Bomben. Burnerstab. Und meine Bitrate geht gerade extrem in den Keller. Super. Was ist das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich mache hier einfach weiter und gut ist. Heute arbeitet alles gegen mich. Aber extrem. Aber wirklich extrem. Gestern die Prüfung des Masterschwerts gemacht. Alter, die letzten Kämpfe waren hart und das auf normal. Genau, ja, das war nicht die wahre Prüfung, okay. Enterhaken! Enterhaken! Okay. So, gewonnen, wir haben den Enterhaken. Hilfe! Oh Gott. Lass mich raten, Telekom-Kunde? Nein, gerade nicht. Vodafone. Aber deshalb erstaunt mich das hier jetzt gerade, dass das hier so leckt. 154 Kilobytes pro Sekunde, super. Frag mich nicht, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Es sind wahrscheinlich auch wieder die Dachdecker. Alles liegt an den Dachdeckern. Kommen Sie in die Dachdecker, da geht alles kaputt. Obwohl Sie den Schornstein reparieren sollen. Blaue Rüstung. Okay. Machen wir mal safe and quit. Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum heute alles so in die Brüche geht. Keinen blassen Schimmer. Nein, das war eine doofe Idee. Hallo.
noch einmal das Wasser ablassen. Wie groß meine Internetleistung ist, das weiß ich gar nicht so aus dem Kopf. Aber sie ist echt nicht schlecht eigentlich. Jetzt fängt es sich gerade so ein bisschen, aber nicht so richtig. Triff, okay. Ist ja schon wieder mit den Pfeilen und Bomben los. Hammer, okay. Und ein Umhang. In letzter Zeit wollen die Randomizer, glaube ich, immer, dass ich in die Schattenwelt gehe. Aber schon bei den letzten beiden der Fall. Autsch, okay. Ach, ich habe die blaue Rüstung, ich wollte gerade sagen, die Krabben machen doch sonst mehr Schaden. Die Krabben sind sogar eigentlich sehr gefährliche Gegner. Was ist das denn hier? Dropped Frames Detected. Ja, toll. 17%, oh mein Gott. Danke Streamlabs, vielen Dank. 100 Rubine, yay. Wo gehen wir als nächstes hin? Erstmal wieder safe and quit. So was ist mit IT-Problemen, machen wir bei uns immer bei dem Anbieterdruck. Da 20% Probleme, dann sie da. Okay. Ich sollte mich ja auch nicht vom Typen hier zerfleischen lassen. Aber ja, beim Anbieterdruck machen stimmt schon. Vor allem, wenn es jetzt hier so bei mir ist, dass das mal so sporadisch auftritt, sage ich jetzt mal. Und ich jetzt nicht spontan wüsste, wo es bei mir jetzt liegen sollte, wenn es eigentlich immer klappt. Kann mal sein, dass sie einen Aussetzer haben oder so, das. Danke, Onkel. Aber ja. Gerade scheint es zu gehen. Ich bin gerade bei 4000, 5000 Kilobits. Pro Sekunde. Gut, soll ich schon mal in den Keller gehen? Warum nicht? Wobei, ich habe kein Schwert. Moment, das müssen wir geschickt machen. Das kriegen wir hin, aber das müssen wir geschickt machen. Er braucht schon ein Schwert. Wenn man auch Bomben hat. Hehe. Wow. So, und zwar muss ich den hier besiegen. Ich habe auch den Hammer. Moment. Einspruch. Okay. Wir müssen halt ein bisschen mit dem Hammer arbeiten. Aber klappt schon. So, erstmal weg mit dir.
Yo, und Xuma, danke für den Follow. Und willkommen bei den Kaktoren. Vielen Dank. Na klar, rote Rüstung. Rote Rüstung, natürlich. Darf ich einmal die Aufgabe vom Randomizer, die nicht erfordert, dass ich irgendwie in alle Dungeons rein muss und Gen besiegen muss, dann bekomme ich natürlich die Items, die mir das sowas von erleichtern. Sofort am Anfang, alles klar. Wunderbar, 10 Pfeile, danke. Die Tour hat sich echt gelohnt, ja. So, dann gehen wir nochmal zu unserem Haus. Dann würde ich sagen, nächste Station Schattenwelt. Weil da kommen wir jetzt auch hin, mit dem Hammer. Und zwar genau hier. Dann können wir gleich mal in die Hype Cave gehen. Ich vergaß. Ach so, ja. Ja. Ich habe keine Mondperle. Fail. Das heißt, ich komme auch nicht raus. Gut, machen wir was anderes. Dann gehen wir Richtung Ostpalast. Ich weiß, den Ostpalast kann ich jetzt auch noch nicht abschließen. Aber wir können einmal hier bei ihm gucken. Der hat noch 3 Schatztruhen für uns. Da könnte noch was Nützliches drin sein. Okay. Ein Schwert endlich mal. Und unser 7. Teil. Huh. Na gut, na gut, na gut. Ich glaube, bei mir spinnt auch hier mein Streamlabs OBS, weil der zeigt mir an, dass ich mit 5600 Kilobytes die Sekunde streame und trotzdem häufen sich immer wieder weiter die ausgelassenen Frames an. Also von daher, danke Technik, vielen Dank. Du weißt mich nie zu enttäuschen. Oh Mann. Oh Mann. Komm ich da? Nein. Großer Schlüssel gleich zum Auftakt. Das Gute ist, mit dem Endhaken können wir hier so ein bisschen abkürzen. Ja, okay, 20 Rubine. Mm.
Wie alt ich bin? Ich bin 19. Und werde nächsten Monat am 6. 20. Nochmal 20, juhei! Okay, ich bin irgendwo da. Okay, Schlüssel habe ich. Und Rainer, okay. Ich fühle mich jetzt richtig alt. Okay, wieso? Gott, fast gestorben. Okay. Karte, das bringt uns nicht viel. Wir kommen hier auch nicht weiter. Dann müssen wir hier raus. Hallo, Lufiko. Willkommen im Stream. Heute im absoluten Chaoten-Stream. Erstmal läuft die Internetverbindung absolut grottig. Auf dein Alter nochmal 12 drauf. Ja, okay. Aber Lufiko, willkommen im absoluten Chaoten-Stream heute. Zum einen macht die Internetverbindung heute nicht das, was ich will. Zum anderen habe ich Dachdecker hier, die auf dem Dach randalieren. Weshalb es eventuell zum einen oder anderen Bohr- oder Klopfgeräusch kommen könnte. Aber das ist hier nicht die Norm, deshalb bitte ich das zu entschuldigen. So, jetzt waren wir im Ostpalast. Im Ostpalast, wo renne ich eigentlich hin? Dann lass uns doch einfach mal, wo wir gerade mal die 100 Rubine haben, nochmal zurück nach Kakariko gehen und uns die eigentlich Flasche kaufen. Wir könnten ansonsten auch nochmal in den Wüstenpalast rein. Mein Gott, lass mich doch mal alle in Frieden. Ihr blöden Säcke, ey, lasst mich einfach in Ruhe. Na, nu, du, 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 du. Sehr schöne Facecam, danke. Endlich mal einer, der die Facecam zu schätzen weiß. Schön zu wissen. Bitte was Gutes. Die Lampe, das ist was Gutes, okay. Das ist was richtig Gutes. Das ist was richtig, richtig Gutes, die Lampe. Dann machen wir uns mit der Lampe auf zum Todesberg. Da gibt es auch nochmal schön viele Kisten. Ja, die Lampe ist sehr gut. Hab auch so ein Bild mit grauem Hasen und PS4 Joy. Okay. Ich spiele so schnell, dass er noch nicht mal die Bewegung wahrnehmen kann. Ja, so ungefähr.
Okay, der alte Mann hat uns gut was gegeben. Nochmal ein Teil für uns. So, dann müssen wir hier einmal alle Höhlen erkundigen. Erkundigen? Erkunden. Erkundigen. Wir erkundigen alle Höhlen. Hilfe, deutsche Sprache, kaputt. Weil hier kriegt man auch nochmal viele Schatztruhen raus. Vor allem kommen wir auch auf die andere Seite des Todesberges durch den Endhaken. Eine Flasche mit einer Feder drin. Okay, auch nicht schlecht. Damit könnten wir jetzt zum Jungen gehen. In Kakariko mit dem Netz. Ich spiele jetzt auch eine Runde Triforce. Okay, viel Erfolg. Möge das random Glück dir hold sein. So, mal sehen, ob ich es mir diesmal merken kann. Ich muss nur in eine Höhle rein. Das ist die hier hinten. Gut, und dann falle ich hier runter. Bin noch am üben, spiel schon länger Link to the Past. Also Link to the Past natürlich schon länger, aber den Randomizer, das ist hier gerade erst mein fünfter. Von daher, allzu viel Randomizer-Erfahrung habe ich jetzt nicht. Ich gucke den Randomizer zwar viel, aber so wirklich selbst gespielt habe ich den jetzt auch nicht so wirklich so oft. Aber ich denke, ich bin ganz okay. So, wie komme ich darüber? Am besten mit einer Bombe. So, und abkassieren. Sehr schön. Auch sehr schön. Mondperle noch viel besser. 322, okay. Das war eine sehr gute Höhle. Ja, das wollte ich nicht machen. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn ich hier lang gehe. Nee, da ist nur ein Shop drin. Moment, dann gehen wir nochmal hier raus. Ah, okay, wie ich, okay. Ah, zack, okay. Gut, jetzt sind wir hier. Wir könnten zum Turm gehen. Wir könnten zum Turm gehen, weil wir den Hammer haben. Dann machen wir das doch gleich mal. Hier oben, ah, hier ist noch ein Teil. Und Lufiko, auch dir vielen Dank für den Follow und willkommen bei den Kaktoren. Vielen, vielen Dank. Bombe. Jetzt muss ich hier so blöd mit Bomben arbeiten. Obwohl, das hätte ich jetzt auch mit Mentor angekonnt. Naja. Ach, okay, wir müssen nach unten. Let's go.
deutsche Sprache, schwere Sprache. Jo, stimmt, wenn man bedenkt, dass ich hier gleich sterbe. Hilfe, okay. Ja. Das passiert, wenn man versucht, den Dingern auszuweichen und gleichzeitig den Chat zu lesen. So klappt das. Dass sich in den letzten 5 Jahren in der deutschen Sprache so sich geändert hat, gab es damals alles nicht, ja. Definitiv, die deutsche Sprache ist schon... Verdammt. Die deutsche Sprache ist schon interessant geworden. Um das mal so auszudrücken. Ich habe keine Magie. Okay, danke. Okay, danke, danke. Was mein Hass-Dungeon ist, Hass-Dungeon. Also mein Nemesis, obwohl ich den Tempel eigentlich mag, ist ja hier Skullwood. Der Skelettwald. Einfach weil, egal was ich immer mache, der Dungeon will mich immer richtig nerven. Obwohl ich den Tempel eigentlich mag, aber ja. Ich würde sagen Skullwood, das ist immer der mich am meisten... Um es auf den Punkt zu bringen, abfuckt. Weil entweder ist es der Boss oder entweder ist es in der Tempel an sich. Meistens der Boss. Aber ja. Ansonsten Turtle Rock ist natürlich auch immer ein schlimmer Finger. Aber der geht eigentlich, weil der auch immer relativ spät kommt. Aber ja, das wären so die zwei Dungeons, die immer es auf mich abgesehen haben. Okay, was krieg ich dann vom Boss? Ja, auch dir einen schönen guten Morgen, Thomas. Und willkommen im Livestream. Ja, Max, du guten Morgen. Ja, okay, ja. Nennt der mich einfach Nudel, der Thomas. So, mal sehen, ob Moldom heute mit uns kooperiert oder nicht. Dim, 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 dim. So geht's auch. Das läuft gerade erstaunlich gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah! Nudel haben Stärke, also mecker nicht. Ja, okay. Jetzt nur noch die alles entscheidende Frage, was bin ich denn für eine Nudel? Bin ich eine Makaroni? Bin ich eine Rigatoni? Bin ich eine Penne? Bin ich eine Verfalle? Was bin ich für eine Nudel? Oder die ganz klassische Spaghetti? Nein. Okay. Eine gute Nudel, ja, okay. Das kann ich akzeptieren, das ist schön. Gute Nudel ist gut, ja. Hilfe. Nein! Ugh.
Das gibt's nicht, alter Moldorm, bitte, please. Ach, der Kirito ist auch da. Hallo, willkommen im Livestream. Warum ich heute online bin, heute Morgen? Warum nicht? Ich streame ja nicht immer zwangsweise abends, ist die Sache. Meistens abends, aber heute hat sich die Gelegenheit ergeben, auch mal morgens zu streamen. Vor allem, weil ich auch gerade Semesterferien habe, deshalb passt das. Aber ja, deshalb bin ich heute Morgen mal unterwegs. Alter Moldorm! Nein! Noch ein Treffer, jawohl. Oh, geht doch. Ein Netz. Ein Netz, ein Kescher. Ja? 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 Ist auf jeden Fall nützlich. Kann ich mir eine Fee fangen? Alles klar. Na gut, ich muss leider auch weiter verschlafen, muss zur Arbeit. Ja, okay. Dann viel Erfolg auf der Arbeit, Kirito, und man hört und sieht sich. So, jetzt, welche Höhle war das? Das war die hier. Hier gibt es nämlich noch eine Truhe. Und die sieht gut aus. Das sieht nach der richtigen Höhle aus. Ich darf nicht vergessen, jetzt kann ich auch endlich mal was richtig in der Schattenwelt machen. Nicht nur reingehen und feststellen, dass ich nichts machen kann. Ja. Okay, nochmal ein Herzcontainer, dann machen wir Safe and Quit. Das war nicht safe and quit. Das ist safe and quit. Sanctuary. Sanctuary. Gut, die Escape Sequence vom Schloss muss ich ja jetzt eigentlich gar nicht machen, weil ich da ohnehin nur, glaube ich, die Karte oder den Kompass bekomme. Die Karte. Weil die Karte von Schloss Hyrule habe ich noch nicht. So, ich möchte einmal den Jungen besuchen, bevor ich den vergesse. Ja, das war gut. Wow, wow. 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 Wir können auch hier in die Schattenwelt gehen. Schattenwelt, Schattenwelt, wir kommen in. Oder? Ja, wir kommen hier auch in die Schattenwelt. Weil wir den Hammer haben. Ja, auch irgendwie toll, wie ich heute bei dem Livestream jetzt, der meines Erachtens vollkommen desaströs ist, mit schlechter Internetleitung, schlechten Handwerkern, die zwischendurch hier poltern und irgendwas machen. Ich finde es toll, wie ich heute so viele Zuschauer habe wie sonst nicht. Zwischenzeitlich mal 6, jetzt habe ich gerade 5. Es ist erstaunlich. Also ich muss mehr Scheiße bauen im Stream. Es ist Fakt. Die Leute wollen keine Qualität sehen.
Die Leute wollen einen ruckligen Stream mit Bohrgeräuschen im Hintergrund sehen, der auch noch nicht mal richtig zocken kann. Das ist das Geheimnis von Twitch, Leute. Ich hab's herausgefunden. Das ist nicht das normale Spiel, das ist ein Randomizer, Thomas. Diesmal mit dem Ziel, dass wir 20 von solchen Treeforce-Teilen finden. Moment, da unten ist nur der Shop. Da muss ich einmal hier rein. Liegt vielleicht daran, dass es zu viele Streamer wie vor 2 Jahren gibt? Auf jeden Fall. Okay, noch einer. Da haben es neue schwer, gerade wenn sie alte Sachen zocken. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das Streaming-Angebot ist einfach riesig. Das Streaming-Angebot ist riesig. Aber so richtig riesig. Im Grunde gibt es halt für alles, gibt's halt einen Streamer. Und bin ich jetzt in der Falle? Nee. Und ich meine, wenn es einen großen, etablierten Streamer gibt, der zum Beispiel jetzt A Link to the Past Randomizer macht, warum soll man dann beim Alten gucken? Ist halt so die Sache. Na klar. Buddeln, 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 buddeln. Ein Buch, okay. Ich hab so eine Vermutung, warum du so viele Zuschauer hast, die wollen deine Handwerker hören. Ey, Kevin, gib mal den Hammer. Okay. Ja, okay. Was will ich hier unten? Ich sollte erstmal in die Hype Cave gehen. Hype Cave ist immer ein guter Ort. Hype Cave, Hype Cave, Hype Cave. Nicht sterben auf dem Weg zu Hype Cave. Okay, Nummer 13. Wo war ja Unglückszahl, Leute, Unglückszahl. Somaria-Stab. Bomben. Eine Schaufel. Und Flossen. Wow, das war mega, die Hype Cave. Die Hype Cave war gut. Okay, jetzt haben wir eine Menge offen. Nein, geh weg mit deinem Ohrenstäbchen. Ah, okay. Einmal kurz die Pyramide checken, einmal kurz die Pyramide checken. Autsch. Ein Glück habe ich die rote Rüstung, sonst wäre ich hier schon 3-mal gestorben. Ah gut, Unglückszahl haben wir schon mal beiseite. Pff.
14. Jetzt ist nur die Frage, wo komme ich denn noch hin? Eigentlich wäre es gar nicht so unklug, nochmal zurück in die Lichtwelt zu gehen. Oder? Lichtwelt. Zum Catfish komme ich auch nicht. Dann Lichtwelt soll es sein. Lichtwelt. Vermisse die guten alten Zeiten von Amiga 500, NES und SNES. Ja, das stimmt. Die guten alten Zeiten. Halt. Sind und bleiben die guten alten Zeiten. Gut, wir haben eine Schaufel, das heißt, wir können hier was ausbuddeln. Ein Herzcontainer, ja, okay. Ein Herzcontainer und die Frames droppen nur so, dass es kracht. Oh yeah. Gut, dann will ich jetzt einmal unter der Brücke gucken. Okay, da oben sind schon mal nur Bomben. Ich habe übrigens das Gefühl, wir haben sehr viel Glück mit den Treeforce-Teilen. Weil wir jetzt schon fast drei Viertel außerhalb von Dungeons gefunden haben. Deshalb bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das hier gut rumkriegen. Und da haben wir unsere drei Viertel, okay. Wir könnten einmal zum Potion Shop gehen, dann können wir da einmal die... Moment, das müssen wir gar nicht. Wir können einfach den Strudel nehmen. Wir können den Strudel nehmen. Danke für den Haus, Thomas. Vielen Dank. Sollte mal vielleicht einen Alert für den Host einrichten. Pegasus-Stiefel, jawoll. Pegasus-Stiefel, das ist sehr gut. Pegasus-Stiefel, das ist sehr, sehr gut. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Geld für König Zora. Moment, ich gucke einmal, ob wir hier oben was finden. 50 Rubine, nee. Dann hauen wir ab und dann würde ich sagen, auf zum Wüstenpalast. Weil wir ja jetzt auch das Buch haben, da können wir rein und wir haben die Pegasus-Stiefel, also sollten wir das garantiert abschließen können. Und auch dir vielen Dank, Zuma. Auch dir danke für den Host.
Weiß ich zu schätzen, vielen Dank. Ich könnte mir da unten Geld holen. Ach komm. Wer weiß, vielleicht brauchen wir König Zora ja noch. So you like, busted down my door and are being a jerk by talking to me. Normally I would be angry and make you pay for it. But I bet you're just going to break all my pots and steal my 50 rupees. Ja, okay. Okay, okay. Moment, das machen wir gleich nochmal. Soll ich den Berg da hochrennen? Dann soll ich es gleich nochmal tun. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall, sollten wir dann genug Geld zusammenkriegen, wenn wir nochmal König Zora besuchen müssten, dass wir dann auch, ihn bezahlen können. Und ich habe es jetzt nicht richtig gelesen, aber The Legend of Maya, vielen Dank für den Follow und auch dir willkommen bei den Kaktoren. Und das kann ich doch hier einsehen, Komm, zeig's mir an. Jupp, The Legend of Maya, vielen Dank. Das ist ein Follow-Sound, okay. Ja, die muss ich dann später mal hören. Okay, Nummer 16. Nummer 17 wissen wir auch, wo das ist. Das ist auf dem Brillenfelsen, aber dafür brauche ich erstmal den Spiegel. Handwerker scheinen übrigens irgendwas auszuhacken, weil ich höre sie gerade nicht oder habe sie jetzt schon lange nicht mehr gehört. Entweder machen die gerade Pause, warum auch immer die so früh morgens eine Pause machen, Frühstückspause, naja, okay. Aber ich habe sie jetzt schon verdächtig lange nicht mehr gehört, die hacken doch bestimmt irgendwas aus. Ich habe ja immer noch nach wie vor die Theorie, dass sie das auch sind, die mir das Internet irgendwie abzwacken. Liegt alles an den Handwerkern, Leute. Momentan hier noch alles beim Alten. Müssen wir hier auch den großen Schlüssel in der Einschatztruhe finden? Na gut, aber wir finden den hier. Soll ihm auch recht sein. Aber trotzdem hier gucken. Okay, noch ein Herz. Und da habe ich jetzt, glaube ich, gerade wieder von oben rütteln gehört. Die sind noch da. Sie lauern mir auf. Ja, die sind noch da. Es wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass der Kamin, den die hier gerade bearbeiten bei uns, die machen den, die erneuern so ein bisschen den Kamin, beziehungsweise den Schornstein, also der Schornstein, den Kamin erneuern würden, dann wären die nicht so wirklich Handwerker. Also die erneuern den Schornstein. Das macht das natürlich auch nicht besser, dass der Schornstein gerade so halbwegs durch mein Zimmer verläuft. Also auf der anderen Seite von meiner Wand hier direkt neben meinem PC befindet sich gleich der Schacht für den Schornstein. Deshalb hört man das nochmal besonders gut.
Okay, 20 Rubine. Und der Geier hatte irgendwie keinen Bock. Falsche Seite. Nehmen wir die Seite. Aua, doch getroffen. Jawohl. Find's übrigens nach wie vor erstaunlich. In jedem Zelda-Spiel. Und ausnahmslos in jedem Zelda-Spiel ist für mich das Master-Schwert zum Beispiel. Also das bessere Schwert. Meistens ist das eben das Master-Schwert, aber das Master-Schwert ist für mich eigentlich immer nur aus der Hinsicht besser oder aus der Hinsicht gerade gut, weil es länger ist als das normale Schwert. Das merke ich immer wieder. Dass sich das beste Schwert bei mir immer meistens dadurch auszeichnet oder dadurch für mich gut ist, dass es länger ist. So, die muss ich ja jetzt auch ganz unspektakulär fertig machen. Okay. Einer down. Mein Gott, sterb doch endlich. Okay. Warum wir Handwerker bei uns haben, das fing alles damit an, dass es einmal so stark windig war, dass uns Dachziegel vom Dach geweht wurden. Die mussten dann natürlich erneuert werden. Und dabei hat dann der... Und dann hatten wir schon länger das Problem, dass unser Kamin eben so Risse aufweist. Also der ist so ein bisschen rissig. Und da hat dann der Dachdecker gesagt, das liegt irgendwie an dem Kamin, an dem Schornstein, dass der halt von oben so bemoost wird, dann läuft da, sickt da Wasser rein, dann kommen dadurch eben diese Risse zustande und deshalb muss jetzt auch nochmal, oder haben wir uns gedacht, wenn schon, denn schon, dann machen wir auch mal lieber noch den Schornstein nochmal neu, damit wir nicht nachher das Problem haben, dass uns eventuell was sein kann, der ganze Kamin zusammenbricht. Weil dann wird's richtig teuer. Darum besser einmal so den Schornstein ein bisschen aufwerten, als dass man wartet, bis das ganze Ding zusammengebrochen ist, weil dann hat man wirklich ein Problem. So, jetzt laufe ich hier wieder planlos rum und frage mich, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten ja noch einen anderen Tempel machen in der Schattenwelt. Dann würde ich sagen, machen wir doch Thieves Town. Bei König Zora könnten wir jetzt aufsuchen, aber warum? Können wir vielleicht später nochmal machen. Aber wenn wir es jetzt nicht gerade so dringend müssen, dann müssen wir das nicht eben so dringend. Darum tun wir uns jetzt eben noch mal so ein bisschen in der Schattenwelt aus.
Immerhin fehlen ja nur noch 4 Teile. Die sollte man noch zusammenbekommen. Wie lange die bleiben, bis die fertig sind. Frag mich nicht, wie lange die bleiben, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie lange sowas dauert. Oh, da waren sie gerade nochmal, da konnte man sie nochmal gerade gut hören. Und die 4 kann ich mal einfangen. Ey, komm her. Jetzt haut die ab, seht euch die 4 an. Okay. Klopf, 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 klopf. Hier kommt, Leute, wir machen mit. Hier, klopf, 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 klopf. Morgen an die Handwerker von Max. Jawohl. Okay, Nummer 17. Kaffee gefälligst. Okay, okay, das eröffnet uns eine Menge. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist sogar richtig, richtig gut. Was ist mit dem Gegner los? Der hat schon mal bessere Tage gesehen. Okay. Also der Gegner hat wirklich bessere Tage gesehen. Ich habe die Vermutung, der wusste gerade nicht so recht, wie er verschmelzen soll. Alter, duf, 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 duf. Jetzt rasten sie richtig aus. Nein. Verdammt, das ist nicht gut. So. Ja, toll.
Ja, ich stelle gleich noch eine Randomizer rum, aber ey, speziell für die Handwerker und sage, die dürfen nur den Hammer als Waffe verwenden. Das wäre ein Highlight. Das wäre wirklich was. Habe ich den Kompass? Ich weiß ja nicht, was ich vom Blind bekomme. Lieber einfach die Truhe aufmachen und gut ist. Lieber einfach mal die Truhe aufmachen und gut ist. Ich habe keinen Schlüssel. Moment, was haben wir? Haben wir den Kompass schon? Verdammt. Vom Blind bekommen wir einen Schlüssel. Und den Schlüssel müssen wir hier verwenden, dann bekommen wir noch irgendein Item. Ist nur die Frage, was? So, jetzt müssen wir Blind aber auch erstmal schaffen, aber wir haben den Birnerstab, das ist das Gute. Wir haben zwar ein viel zu kurzes Schwert, aber den Birnerstab. I'd pack you as a fan of the hammer. Jawohl. Yeah. Blind ist auf der Seite der Handwerker, Leute. Geht das nicht auch einfach so? Ja. Okay. Okay. Jawohl, der Birnerstab ist der Blindkeller schlechthin. Was? Was? Ocarina? Okay. Also nochmal was? Komme ich gar nicht in die Tür da rein? Ist hinter der Tür, wo es zum großen Schlüssel geht, der große Schlüssel? Okay. Nicht der große Schlüssel, aber ein kleiner Schlüssel. Okay. So, nein. So, zack. Zack. Der Trick ist mega cool immer noch. Nein. Zack. Mitunter der coolste Trick im gesamten Spiel. Ein Feuermedaillon. Wer weiß, wozu das noch nützlich ist. Moment, wir nehmen mal den Zwerg mit, den Schmied. Zumindest denke ich, dass die Schmiede Zwerge sind. Zumindest irgendwie sowas ähnliches. So, ich habe ja vom letzten Randomizer gelernt. Man kann hier einfach Safe and Quit mitnehmen. Vielleicht bekommen wir ja so wieder den Spiegel. Bei meinem Glück. Komm mit, Kumpel. Ich kann den auch einfach so in aller... Kann ich den so in andere Höhlen mitnehmen? Oder sagt er, nö, bring ich mal zu meinem Kumpel, Junge. Ich glaube, ich kann ihn mitnehmen. Jawohl, das ist praktisch. Perfekt. 20 Rubine. Autsch. Nebenbei angemerkt, es gibt übrigens mehr Triforce-Teile, als man braucht. Wir müssen halt 20 bekommen und insgesamt gibt es, je nach Schwierigkeitsgrad, glaube ich, 30 bis exakt 20 Stück.
Von daher können wir auch eventuell mehr finden, als wir brauchen. Beziehungsweise, wenn wir 20 gefunden haben, ist das Spiel einfach vorbei. Apropos Triforce-Teil, das ist schon mal sehr gut. Gut, 2 Stück fehlen nur noch. Two more to go. Raus und wieder rein. Wunderbar. Gut, eins noch. Wir wissen, wo eins ist. An das müssen wir bloß rankommen. Flöte aktivieren. Flöte, ach da. Yay, unsere Ente. So, und damit gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt. Hier in das Gebiet. Da werden wir doch wohl einen Teil finden. Natürlich nicht. Dann einmal Safe and Quit. Mountain Cave. Dann gehen wir in den Bereich von Turtle Rock. Und gucken einmal in die Enterhakenhöhle da. Da sind wie viele Schatztruhen? 5 Stück? Da muss doch jetzt mal dann das letzte Teil bei sein. Wird auch gelacht, wenn wir das nicht bekommen. So, Kombination? Ja? Ja? Okay. Ach, das kann ich gleich aufmachen. Jo, alles klar, Thomas. Viel Erfolg auf der Arbeit und bis dann. Wir haben es geschafft, okay. Kommen wir jetzt zurück, irgendein Spruch mit Handwerkern. You get one wish, choose wisely, hero. Ich wünsche mir, dass die Handwerker fertig sind und meine Internetleitung wieder funktioniert. Verdammt, das waren doch 2. Okay. Das war nicht der Knopf, das habt ihr nicht gesehen. Das war nie da. Okay. The Two Towers.
Danke, Xuma. Danke. Gut. Das ist doch eigentlich prima gelaufen. Read a book. Was? Smoshings Homecoming, okay. Oh Mann. Dann würde ich sagen, hauen wir doch gleich nochmal einen raus. Mal sehen, vielleicht kann ich den einfach so erstellen. Also ich würde sagen, wir machen gleich noch einen. Your uncle is important. Der hätte wirklich einen Teil gehabt, okay. Triangle for sale. Magic Shop. Boarding for Genin? Okay. Ich hab hier doch noch den Spoiler-Lock. Ich guck mal interessant, wo wäre denn zum Beispiel der Bogen gewesen? Das sind immer noch so ein paar interessante Items. Die interessieren mich immer, wo es diese Items wohl gegeben hätte. Strong F. A bow. Okay, im Eispalast hätte es den Bogen gegeben. Firewood. Wo gäbe es denn die Firewood? Dann wird es zusammengeschrieben. Die hätte es im Sumpfpalast gegeben, den Feuerstab. Interessant. Na schön. Was stand als Bitor? Ich warte übrigens immer die Credits ab, um nochmal die Bilanz zu sehen. Dann machen wir doch mal den zweiten Randomizer ein bisschen interessanter. Ja, machen wir das mal so. Thank you.
Normal, 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 ja, voll, okay. Spoilers auch immer speichern, damit ich weiß, eventuell, falls sich alles zusammenbricht oder falls ich mal nicht weiter weiß, dass ich weiß, wo ich weiterkomme. Das hier weg. Nein, nicht um. Nicht für keine Verknüpfung erstellen. Toll. So, das speichern wir hier. Gut, dann muss ich das gleich. Okay, ich glaube, da habe ich uns was Cooles rausgesucht. So, was haben wir denn jetzt für die Bilanz? Erstes Schwert nach 16 Minuten, Pegasus-Stiefel nach 47 und die Flöte ganz spät. Den Spiegel brauchen wir gar nicht, interessanterweise. Das ist sonst immer das Item, der Spiegel. Wir haben auch nur ein Stufe 1 Schwert erhalten. Den Tower Big Key, da waren wir natürlich nicht drin. Aber nullmal gestorben, aber einmal mit einer Fee wiederbelebt. Und Total Time 1:12. Ja, das ist gut. Und da begrüßen uns nochmal die Handwerker. Vielen Dank. Gut, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde den Stream einmal ausstellen, einmal kurz alles vorbereiten, dass wir den nächsten Randomizer starten können und dann bin ich sofort wieder da. Also wir sehen uns gleich wieder. Nicht verzagen, ich bin gleich wieder da. Keine Panik bekommen. Und ja, dann sehen wir weiter. Also bis gleich.